Es ist eine Reise in eine andere Zeit. Jahrzehntealte Autos, ungefahren, quasi Neuwagen. Einfach abgestellt auf der grünen Wiese oder in einer Garage in der Nähe von Pierce in Nebraska. Seht mal, Plastikfolien auf den Sitzen. Nagelneu. Das ist verrückt. Das bekommt man nicht jeden Tag. Mehr als 500 Autos, die Ray Lamprecht die letzten 30 bis 40 Jahre lang sammelte, werden versteigert. Oldtimer-Fans sind dafür aus der ganzen Welt angereist, wie Sven Liedtke aus Berlin. Ja, der erste Eindruck ist sehr, sehr original, aber auch eine Menge Arbeit dran. Die inzwischen sagenumwobene Lamprecht-Sammlung ist ein einmaliger Sensationsfund, eine Jahrhundertentdeckung. Entsprechend groß ist der Andrang bei der Auktion. Alle träumen davon, hier ein Schnäppchen zu ergattern. Für wenig Geld ein seltenes Modell aus den 50er Jahren im Zustand eines Neuwagens. Weil aber von einem Geheimtipp nicht mehr die Rede sein kann, schnellen die Preise in entsprechende Höhe. 97 Bei rund 20.000 Interessenten vor Ort ist die Konkurrenz groß. Sehr zum Leidwesen von Liebhabern wie Gary McIntyre. Hier sind Leute, die suchen dasselbe wie ich und sind Multimillionäre. Ein paar tausend Dollar sind eine Kleinigkeit für die. Volksfeststimmung mitten im mittleren Westen der USA. Auf einem Acker in der Nähe von Pierce in Nebraska wird der Restbestand des pensionierten Chevrolet-Händlers Ray Lamprecht versteigert. Darunter sind einige Survivors, Autos im Originalzustand, Jahrzehnte alt, aber nur ein paar Meilen auf dem Tacho. Gary McIntyre ist extra aus Wisconsin angereist. Mit zwei Freunden sucht er genau solche Survivors. Der ist 25.000 Meilen gelaufen. Habt ihr das gesehen? Die Motorhaube ist hier vorne verrostet. Sogar bei den Wagen, die nur 5 Meilen auf dem Tacho haben, ist Rost. Das bisschen Rost mindert Garys Interesse kaum. Der 69-Jährige betreibt eine Karosseriewerkstatt. Mit Restauration kennt er sich aus. Wenn ich ein Auto kaufe, dann setze ich es mehr oder weniger wieder instand. Und wenn ich dann damit ein bisschen gefahren bin, verkaufe ich es vielleicht. Der sieht schlecht aus. So einen hatte ich auch mal. Der Ford Falcon gilt als Hippie-Bus, das amerikanische Pendant zum VW-Bus. Dieser hier hat wohl schon einiges mitgemacht. Pretty rough. Gary glaubt, dass viele der Besucher vor allem nur aus Nostalgie zu solchen Auktionen kommen. Ich gehe zu vielen Oldtimer-Messen und da sind jede Menge Leute zwischen 50 und 70 Jahren, die nach einem Auto suchen, das sie mit 20 hatten oder damals immer wollten. Ich hatte Glück, in der Autobranche zu arbeiten. So konnte ich viele davon fahren. Aber ich hätte die Autos auch gern behalten. So konnte ich wenigstens eine Menge Geld damit machen. Ray Lamprecht hat seine alten Autos nicht verkauft. 1946 eröffnete der Weltkriegsveteran das Chevrolet-Autohaus in der Kleinstadt Pierce. Sein Credo seitdem? Nur ein neuer Chevy ist ein guter Chevy. Sowohl die nicht verkauften als auch die in Zahlung gegebenen Autos ließ er einfach stehen. Lamprecht ist inzwischen 95 Jahre alt und pflegebedürftig. Seine Tochter hat nun die Versteigerung veranlasst. Ein Glücksfall für die Chefin des beauftragten Auktionshauses. Das hier ist zum Beispiel ein Chevy von 1959. Ein neues Auto, das übrig geblieben ist. Es wurde nie verkauft. Es hat hier ein bisschen Rost, weil es zeitweise draußen stand. Der Händler wollte es nicht verkaufen. Man sollte bei ihm immer das neueste und beste Modell kaufen. Über Jahrzehnte hat sich hier kaum etwas verändert. Vor 17 Jahren ging das Besitzer-Ehepaar in Rente. Seitdem verstaubten einige der Wagen im Laden. Viele andere rosteten weitaus länger unter freiem Himmel vor sich hin. Wir mussten die Bäume fällen und die Autos herausziehen. Ein paar Autos standen auch in Kansas oder hier im Laden. Gerüchte über die Autosammlung in Nebraska schwirrten schon lange durch die amerikanische Oldtimer-Community.
Nur zu kaufen gab es die alten Neuwagen wie diesen Mustang von 1981 nicht. Bis jetzt. Sie wollen sie für ihre Sammlung, weil der Zählerstand von nur 2 Meilen so besonders ist. Das ist verrückt. Das bekommt man nicht jeden Tag. Und wir haben hier eine ganze Reihe neuer Autos. Diese sogenannten Überlebenden findet man nicht einfach so. Die Versteigerung beginnt zunächst mit Originalersatzteilen, die Lamprecht auch in Massen gehortet hatte. Auch Gary McIntyre wird langsam nervös. Sie haben den Auktionswagen aufgebaut. Da sollten wir hin, um herauszufinden, was auf dem Programm steht. Ich möchte heute einige Ersatzteile finden. Da drüben stehen 4 Autos, die mich interessieren und die ich kaufen könnte. Aber der Preis muss stimmen. Das Spektakel hier hat auch den Berliner Sven Liedtke ins mehr als 7000 Kilometer entfernte Nebraska gelockt. Mit seiner Agentur Movie Cars vermittelt er Autos für Filmproduktionen. Das ist ein 210, das ist die Ausstattungsvariante. Es gab die auch als Bel Air. Dann würde hier noch Bel Air stehen, sozusagen ein Zeichen sein. Das ist aber ein 210, der hat ein bisschen weniger Chrom. Ein 210 hat hier keine Leisten, Bel Air hätte Leisten. Ansonsten ist es einfach ein Four-Door-Sedan, wie man hier sagt, eine viertürige Limousine. Sven Liedtke verschafft sich einen ersten Eindruck vom Wagen, denn er ist auch als Vermittler für deutsche Oldtimer-Sammler hier. Original Interieur, hier ist noch nichts restauriert worden, allerdings hängt der originale Himmel auch in Fetzen, wie man sieht. Aber das Gute ist, man kann auch alle Ersatzteile kaufen für die Wagen. Es gibt für diese Baujahre alles zu kaufen, von Windschutzscheiben, Interieur, mit einem Originaldesign. Es gibt alles, komplette Stoßstangen, kann man alles kaufen. Taugt der Unterboden noch? Welche Teile müssten ausgetauscht werden? Um den Wert zu ermitteln, muss Sven den Wagen genau inspizieren. Also das Wichtige bei diesem Fahrzeug, 57er Chevrolet, Karosseriezustand. Also ich habe mir jetzt versucht, einen Eindruck zu verschaffen, ob er völlig vergammelt ist, Unterboden weggerostet oder ob er wirklich lohnenswert ist, nach Deutschland zu verschiffen. Und ja, der erste Eindruck ist sehr, sehr original, aber auch eine Menge Arbeit dran. Sven Liedtke hat seit seiner Jugend eine große Leidenschaft für die amerikanischen Fahrzeuge und vor allem die Marke Chevrolet entwickelt. Der Traum vom American Way of Life mit entsprechend großem Auto hat ihn gepackt. Doch am Ende bleibt der Berliner auch pragmatisch. Der Preis muss stimmen. Also der dürfte nicht mehr als 2.500, 3.000 Dollar kosten. Mit den Kosten, die man dann noch hat, mit Verschiffung erst nach Texas zum Hafen, von Texas Richtung Europa auf dem Schiff, da kommt einiges zusammen. Und insofern muss man sich vorher einen Preis setzen und sagen, das ist er mir wert. Der Vorteil bei dem ist, er ist original, unrestauriert und insofern lohnenswert, wieder auf die Straße zu bringen. Aber ist natürlich alles eine Preisfrage. Amerikanische Straßenkreuzer stehen bei Sven Liedtkes Kunden in Deutschland hoch im Kurs. Für sie soll er die Schätze auf 4 Rädern vor Ort ausfindig machen. Viele Kunden und Freunde von mir haben sich interessiert für diese Auktion, haben aber gesagt, Mensch, ich kann nicht 10.000 Kilometer nach Nebraska fliegen, um mir Autos anzugucken. Also guckt ihr das mal an. Ich habe gesagt, okay, die und die Autos für euch gucke ich mir an, bewerte die und dann schauen wir bei der Auktion, ob wir die ersteigern können. Eine Garage gut 7000 Kilometer weiter östlich, im Süden Berlins. Hier vermietet Sven Liedtke Stellplätze für Young- und Oldtimer-Liebhaber. Mehr als 90 der hier stehenden Fahrzeuge finden regelmäßig Einsatz in Werbe-, Film- und Kinoproduktionen. Mit meiner Agentur vermittle ich eben auch Fahrzeuge für Dreharbeiten. In dem Fall ein Feuerwehrfahrzeug, der gehört einem Fire Chief. Wir hatten vor kurzem eine große Produktion, da wurden eben amerikanische Fahrzeuge gebraucht für eine Szene, Polizei, Feuerwehr und da kommt sowas dann zum Einsatz hier. Ne? Mit funktionierendem Blaulicht, Sirene, alles funktionstüchtig, genauso wie der Sheriffwagen dort
alles funktionstüchtig. Und sowas wird schon oft gebraucht. Um solche und andere fahrbare Autos zu finden, ist Sven Liedtke überall in der Welt unterwegs. Das ist ein VW T1 Bus, den habe ich aus Montevideo in Uruguay importiert, vor 2 Jahren. Der ist dort für ein Kloster gefahren als Taxibus, also viele Nonnen drin gesessen. Und der ist ganz kurios, weil er links und rechts Einstiege hat. Die riesige Auswahl an interessanten und außergewöhnlichen Fahrzeugen ist Svens Autoleidenschaft und seinem Geschäftssinn zu verdanken. Sein Lieblingsauto ist natürlich ein Chevrolet. Mein Geschäftswagen, mein Werbeträger, ist ein 57er Chevrolet, 4-Door Station Wagon, also ein Kombi. Und dieser 57er Chevrolet gefällt mir so gut, weil er recht kompakt eigentlich ist. Er ist kein Riesenfahrzeug, aber er ist recht einfach, hat aber tolle Stilelemente aus dieser Zeit, Weltraum, Ende der 50er Jahre, hat hinten auch so angedeutete Raketenrückleuchten, zumindest ansatzweise, hat vorne einen großen Kühlergrill. Das sind aber alles sehr schöne Stilelemente, die mir gefallen haben. Und die Einfachheit einfach des gesamten Designs hat mir gefallen. Der Pkw der oberen Mittelklasse wird mehr als 20 Jahre lang von Chevrolet gebaut. Als Oldtimer ist er heute sehr beliebt. Bei mir ist es so, dass ich das Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich habe immer schon Interesse an alten, klassischen Fahrzeugen gehabt. Designelemente haben mir gefallen, überhaupt Autos. Ich bin groß geworden in West-Berlin. Sprich in einem amerikanischen Sektor in Berlin im Südwesten. Ganz in der Nähe von meinem Elternhaus war eine amerikanische Kaserne, da waren viele amerikanische Soldaten. Insofern habe ich da vielleicht meine Leidenschaft entdeckt. In der Zeit als kleiner Junge am Straßenrand stehen, auf dem Bus wartend, wenn amerikanische Soldaten mit großen Cadillacs oder Chevrolets vorbeigefahren sind, da habe ich vielleicht mein Interesse oder meine Leidenschaft dafür entdeckt oder die hat da angefangen. 1908 wird General Motors gegründet. 10 Jahre später verfügt der Konzern schon über zahlreiche Automarken wie Chevrolet, Oldsmobile, Oakland, Buick oder Cadillac, um nur einige zu nennen. Viele der Marken werden zwischendurch immer wieder eingestellt und dann wiederbelebt. Eine Taktik, um die Verkaufszahlen zu steigern. Grund für die vielen Marken ist die frühe und aggressive Expansionspolitik des Konzerns, bei der weltweit Mitbewerber einfach aufgekauft und dem global operierenden Unternehmen einverleibt werden. '77 Jahre lang bleibt General Motors nach Verkaufszahlen weltgrößter Automobilhersteller. Der Hype über amerikanische Fahrzeuge ist dadurch geprägt, dass man den American Way of Life vielleicht nachleben kann, beziehungsweise die Freiheiten leben kann, die vielleicht in den 50er, 60er Jahren da noch vorhanden waren. Große leere Straßen, Highways, man cruist. Die Fahrzeuge sind alles außergewöhnliche Modelle. Also jedes Jahr wurden ja in den 50ern, 60ern wurden jedes Jahr neue Modelle rausgebracht. Jedes Jahr konnte der Käufer entscheiden, ich möchte jetzt ein bisschen anderen Cadillac haben oder ein bisschen anderen Chevrolet oder der Pontiac ist wieder anders. Die Autoindustrie hat da sehr viel jedes Jahr geändert, um ihre Kunden zu befriedigen. Und deswegen ist die Auswahl so groß. Es gibt Fahrzeuge von klein bis groß, Cadillac, Pickups. Also das Land des Fahrzeugs, des Automobils. Und deswegen ist dieser Run so groß, glaube ich, auf amerikanische Fahrzeuge. Bei der Lamprecht-Auktion in Nebraska sucht Sven Liedtke vor allem nach Limousinen. Aber bevor er bietet, muss der Berliner durchrechnen, ob sich ein Export nach Deutschland rentiert. Lohnenswert wird es natürlich nur dann, wenn er relativ günstig hier zu haben ist. Um ihn dann, wenn man die Kosten zurechnet, Verschiffung, Zoll, Transport, LKW, Schiff, was da alles so dranhängt, dass man sagt, okay, man hat eine Summe sich gesetzt. Bei der Auktion sollte man auf jeden Fall machen, sich eine Summe setzen und nicht sagen, Gott, ich biete jetzt immer weiter, sondern vorher sagen, das ist an mir wert, so viel kann ich bieten. Und dann wirklich sagen, Schluss, Beispiel, $2000 ist Schluss, mehr biete ich nicht. Der Berliner will eine Limousine aus dem Jahr 1957 ersteigern.
Obwohl es um ein sogenanntes Projektauto geht, also einen Wagen, in den man noch ziemlich viel Arbeit stecken muss, steigt der Preis schnell. $9,750 müsste Sven nun bieten. Er war viel zu teuer. Aber hat auch online jemand mitgeboten. Also ein Online-Bieter hat $9,500 geboten. Wow. Zu viel für das Auto in dem Zustand? Aus meiner Sicht ja, aber gut. Angebot und Nachfrage. Sven war schon mehrfach erfolgreich bei ähnlichen Auktionen in Amerika. Dieses Mal ist die Konkurrenz einfach zu groß. Diese einmalige Gelegenheit haben eben Tausende von Leuten auch genutzt, herzukommen. Sie sind ja Leute aus ganz Amerika hergekommen, andererseits auch aus Europa. Insofern war das schon sehr gehypt. Das ist jetzt Käufer schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass weniger Leute hier sind. Aber gut, die Auktionsfirma hat ihren Job gut gemacht und die Werbung weltweit betrieben. Kurz nach der Auktion versucht ein gewiefter Autovermittler sein Glück bei dem Deutschen. Er will den Wagen nicht mehr, oder was? Ja, er will ihn weiterverkaufen, weil er keinen Anhänger zum Abtransport hat, okay? Wenn du Interesse hast, habe ich seine Telefonnummer. Aber ich kriege natürlich 10% davon, du weißt schon. Let's see. Sie sind mit dem Flugzeug hier. Also das Auto ist noch hier? Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Was ist los mit dir? Die Sonne ist zu viel. Das ist es, die Sonne. Du brauchst eine Mütze mit mehr Schutz. Da hast du recht. Das Geschäft kommt nicht zustande. Auch in den Nachbarorten wollen die Bewohner von dem Hype um die Lamprecht-Auktion profitieren. In den Vorgärten bieten viele ihre eigenen Oldtimer zum Kauf an. Die Besitzerin Norda Johnson hat den Wagen von ihrem Onkel geerbt und stets gut gepflegt. Für Sven Liedtke vielleicht die Gelegenheit. Ah! Yeah, very nice car. Very nice. So, I'm gonna go for a little test drive. All right, you're welcome to do that. Okay, great. I'm looking forward to it. Well, let's go cruise. Es ist ein Cadillac Coupe de Ville, Baujahr 1968. Ein echter Klassiker. I think a cruise is a good thing. Yeah, a little cruising. On a sunny afternoon. Yeah, on a sunny afternoon we go for a little cruise. Es ist kein schlechtes Auto. Ja, es fährt gut. Und wie Sie schon gesagt haben, es ist wie ein Boot, das gleitet. Als ich ihn geerbt habe, hatte er 38.000 Meilen. Nun hat er 40.869. 51. Ich bin nicht so viel gefahren, weil ich ihn erhalten wollte, so original wie er war. Norda Johnson verbindet mit dem Auto viele Erinnerungen an ihre Tante und Onkel. Der Verkauf fällt ihr entsprechend schwer. Viele Leute, die Fahrzeuge so lange haben, ist meine Erfahrung, hängen einfach an den Erinnerungen, die an diesen Fahrzeugen dranhängen. Und dadurch haben sie eine spezielle Verbindung zu den Fahrzeugen. Norda Johnson hat den Wagen seit 1968 gehabt. Also sie kannte den Wagen, ihre Familie hat den Wagen gehabt. Insofern, da hängen sehr viele persönliche Erinnerungen dran. Plus Cadillac war für sie der Inbegriff eines großen, schönen Fahrzeugs. Und deswegen hat sie den so lange gehegt und gepflegt. Und das machen viele andere Leute eben auch. So geht es auch Norda Johnson. Sie trennt sich nur schweren Herzens von ihrem Auto. Ich verkaufe ihn jetzt, weil ich in einem gewissen Alter bin. Er bekommt ein gutes Zuhause. Ich will ihn so erhalten, wie mein Onkel es wollte. Er hat ihn gut gepflegt und sie auch. Autos sind eine Herzensangelegenheit. Cars have about emotion too and feelings. Yes. And I didn't dream that I was. Noch bis vor einer Woche hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich ihn verkaufe. Aber dann dachte ich, das Auktionswochenende ist die perfekte Gelegenheit. Das zweitürige Coupé von Cadillac gehört irgendwie fest zur Familie von Norda Johnson.
Ich wünschte mir, dass ich mit dem Wagen mitreisen könnte, um zu sehen, wo er stehen wird. In der Garage? Ja, aber das ist nur ein Wunsch. Norda Johnson und Sven Liedtke einigen sich am Ende der Probefahrt. Der Cadillac kommt nach Deutschland. Über den Preis wird Stillschweigen vereinbart. Also wir werden ihn jetzt erstmal auf den Weg bringen, verschiffen nach Deutschland und dann in Deutschland TÜV-Vorbereitungen, Bremsen checken, alles was gemacht werden muss und dann mit historischen Kennzeichen in Berlin wahrscheinlich zulassen. Also es ist das typische Grandma-Car, die Little Old Lady, die noch den großen Cadillac in der Garage hat. Das trifft hier wirklich zu. Ich habe jetzt nicht gesucht nach einem Cadillac. Eigentlich wollte ich ja bei der großen Auktion ein paar andere Fahrzeuge steigern, aber das hat ja leider nicht geklappt, die waren zu teuer. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich eigentlich keinen dort überteuerten Wagen gekauft habe, sondern diesen schönen Cadillac gefunden habe. 5 Monate später. Die erste Fahrt in Berlin geht für den Cadillac in die Werkstatt. Bei der Verschiffung ist ein Teil vom Auspuff verloren gegangen. Und auch der deutsche Gesetzgeber redet ein Wort mit. Die amerikanischen Fahrzeuge müssen lichttechnisch umgerüstet werden. Also Scheinwerfer müssen deutsche H4-Scheinwerfer eingebaut werden. Warnblinkanlagen müssen nachgerüstet werden. Und ansonsten muss nicht viel beachtet werden. Reifen müssen nicht immer, aber meistens auch getauscht werden, weil die Reifenkonfiguration nicht dem deutschen TÜV Genüge tut. Auch wenn das Auto trotz seines Alters und liebevoller Pflege in einem sehr guten technischen Zustand ist, bei dem Austausch der abgerissenen Auspuffanlage tauchen unerwartet Komplikationen auf. Hier die zwei Bolzen. Der und der abgerissen sind abgerissen. Ja, und zum Ausbohren muss der Kopf ausgebaut werden, oder die beiden Köpfe. Dann wird es eben richtig gemacht. Zwei abgerissene Krümmerschrauben am Motorblock. Damit hat nun niemand gerechnet. Ja, der Krümmer liegt hier auf der Werkbank. Schön. Ah, und hier Corpus Delicti. Mit Veranschaulichung. Corpus Delicti, abgerissene Schrauben. Der ist schon ausgebohrt worden. Es ist schon sehr aufwendig. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die einem passieren können. Weil man halt am Zylinderkopf erstmal schlecht rankommt und das ist ja auch der Grund, warum man den dann ausbauen muss. Und das ist schon auf jeden Fall eigentlich der Super-GAU. Sven Liedtke muss sich noch etwas gedulden, bevor er den Cadillac Coupe de Ville aus Nebraska in Berlin fahren und dann auch vermieten kann. Also man steckt ja nicht drin in den Fahrzeugen. Das sind meistens Gummiteile bei den älteren amerikanischen Fahrzeugen, die eben über die Jahre gealtert sind. Da müssen die Gummiteile getauscht werden, Achsteile. Und meistens muss man auch an diesen Fahrzeugen noch was machen, also die Technik erneuern, weil es gibt keinen TÜV, jedenfalls nicht solche Untersuchungen, wie es hier gibt, gibt es in Amerika nicht. Norda Johnson war mit dem Cadillac, glaube ich, noch nie bei irgendeiner TÜV-Vorführung in Nebraska. Da hat es niemand interessiert, der Wagen fährt und damit ist gut. Hier musste ich eine ganze Menge machen lassen, war recht kostspielig, vielleicht mehr als ich gedacht habe, aber das muss man dann eben machen lassen. Für die Mechaniker von der auf Oldtimer spezialisierten Werkstatt aus Berlin-Kreuzberg sind diese Arbeiten Routine. So Kai, habt ihr schon mal den Luftfilter abgebaut? Ja, was soll jetzt weiter passieren dabei? Na, jetzt soll wohl der Motor zerlegt werden, oder? Aha. Damit wir die Köpfe runternehmen können. Damit die Gewinde ausgebaut werden können, die abgerissen sind. Gut, alles klar. Ja, na, muss er. Der gelernte Motorenbauer Karl von Sawicki arbeitet schon seit 40 Jahren an Motoren unterschiedlichster Fahrzeuge. Man muss ja auch ein bisschen vorsichtig dran arbeiten. Aber manchmal ist es eben halt so, da sind die so da drin festgegammelt. Und dann denkt man, wenn man die Schraube, dann macht das Knack da drin. Und dann denkt man, ach, jetzt hat sich das gelöst. Aber da sind im Kopf selber die Winde abgerostet gewesen. Aber das durch die anderen Schrauben konnte man das ja nicht sehen. Deswegen. Andere ausgeschlagene Teile werden mit erneuert. Ja, das macht man dann natürlich gleich alles mit, sowas, wenn man einmal den Motor zerlegen tut. Also von der Zeit her muss man immer damit rechnen, dass man, wenn man so ein Auto importiert, mindestens 1-2 Wochen braucht, Werkstatt, Termine, also Minimum. Es kann auch sein, dass manchmal ein Auto 4-5 Wochen in der Werkstatt ist, wenn man dann wirklich ein ganz seltenes Teil braucht, was dann vielleicht in Amerika bestellt werden muss. Aber ansonsten ist man so roundabout 1 Monat, kann man meistens alles gemacht haben, TÜV, Zulassung. Und kann dann den Cruisen mit dem Wagen und den Sommer genießen.
Ein ebenfalls aus Nebraska stammendes Ford A-Modell aus dem Jahr 1930 ist inzwischen fahrbereit. Wie auch der Cadillac hat Sven Liedtke das Auto auf seiner Rückreise von der Lamprecht-Auktion erworben. Der Ford A ist der Nachfolger des 18 Jahre lang verkauften berühmten T-Modells von Henry Ford. Auf dem Auktionsplatz in Nebraska geht es mittlerweile um Pickup-Trucks. Gebrauchtwagen, die Händler Lamprecht in Zahlung genommen, aber nie wieder verkauft hat. Dieser Chevy Cameo von 1958 ist eindeutig der Star. Ein 56 Jahre alter Neuwagen. Ich muss ein Bild machen. So einen habe ich noch nie gesehen. In so gutem Zustand, kaum gefahren. Das werde ich nie wieder sehen. Der würde sich bei mir gut machen. Da stehen schon ein paar solche Spielzeuge. Das sieht man nicht oft. Die sind selten. 1,3 Meilen ist der Pickup erst gefahren. Manche Leute hier kaufen die Autos, ohne sie restaurieren zu wollen. Zum Beispiel der Cameo da drüben. Der wird ein Ausstellungsstück. So, dass jemand sagen kann, der Pickup ist nur eine Meile gefahren. Auch wenn er nicht im perfekten Zustand ist, kann man dann sagen, er ist nur eine Meile gefahren und du hast so etwas nicht. Die Spannung steigt. Das wertvollste Auto auf dem Platz wird versteigert. Verkauft für $140.000. Also die Preise sind so hochgegangen, weil einfach ein großer Hype war auf dieser Auktion. Gepaart mit dem allgemeinen Trend zu Klassikerfahrzeugen, zu Oldtimern in Amerika noch viel mehr als hier. Hier nimmt es jetzt auch immer mehr zu. Immer mehr Liebhaber, Sammler möchten gern ein klassisches Fahrzeug haben. Aber in Amerika sind die da schon ein paar Jahre voraus. Gerade auf Survivor, auf Fahrzeuge, die unrestauriert sind und lange gestanden haben. Insofern war da ein großer Hype auch von den Amerikanern, solche seltenen Stücke zu kaufen. Und sie waren einfach selten, wenn Fahrzeuge 40, 50 Jahre abgemeldet und bei einem Händler in der Halle stehen, dann ist das selten. In finanziell ganz anderen Sphären als das teuerste verkaufte Auto der Lamprecht-Sammlung bewegt sich Gary McIntyre. Er prüft einen Pickup-Truck. In seiner Jugend war es sein Traumauto. Das ist ein Chevy Pickup von 1958. Ein guter Kandidat zum Restaurieren. Er ist solide genug. Der ist 63.000 Meilen gelaufen. Es würde rund $30.000 kosten, um ihn wieder schön herzurichten. Gary hat genaue Vorstellungen, wie sein Wagen dann aussehen soll. Sollte er bei der Versteigerung zum Zuge kommen. Er ist nicht ganz so orthodox wie andere hier. Manche Leute würden den Rost, also die Patina, so lassen und nur die Mechanik wieder zum Laufen bringen. Ich würde ihn aber gerne aufhübschen und spaßeshalber einen V8-Motor einsetzen. Meiner Ansicht nach muss der Pickup nicht mehr komplett original sein. Welches Fahrzeug am Ende Gary McIntyre ersteigern kann, ist noch nicht klar. Einige Pickups stehen zur Auswahl, aber es gibt zu viele Interessenten, die bereit sind, mitzubieten. Er muss sich erst einen Überblick verschaffen. Gary schraubt seit Jahrzehnten an alten Autos. Und eines muss man ihm lassen, er kennt die Pickups in- und auswendig. This is an add-on air. Das da ist zusätzlich angebaut worden. Im Originalzustand wäre es da drüben. Es wurde so nicht in der Fabrik gebaut, sondern vom Händler nachgerüstet. Aber es ist ein Teil von General Motors. It was an aftermarket, but you changed the dash. So it is a GM item. Ich habe 1973 einen brandneuen Chevy Pickup gekauft. Mit Allrad, ungefähr dieselbe Ausstattung. Probably
Ich habe damals $4.700 gezahlt, Fabrik neu. Was würde das Auto heute wert sein? Heute würde der um die $40.000 kosten. Der Truck da drüben, an dem ich interessiert bin, für den habe ich einen Höchstbetrag im Kopf, den ich maximal zahlen würde. Manchmal ändert sich was, wenn die Auktion läuft. Aber ich weiß, was ich rausholen kann, und ich werde deshalb nicht mehr als einen Betrag X zahlen. Roger Williams aus dem Bundesstaat New York hatte bei der Versteigerung Glück. Den weiten Weg in den Süden hat er genommen, wegen des besseren Zustands der Karosserien. Es gibt viele Menschen, die Pickups mögen. Im Nordosten sind die schwierig zu bekommen, wegen Schnee und der Salzstreuung im Winter. Die halten dann nicht lange durch. Der Mechaniker will das Auto wieder zum Laufen bringen, aber sonst überhaupt nichts verändern. Der hat nur 2 Meilen auf dem Tacho. Ich will die Karosserie so lassen, wie sie ist, nur die Ladefläche wieder einsetzen. Was ist mit innen? Nur sauber machen, damit keine Mäuse drin sind. Ein weiterer Wunschkandidat von Gary McIntyre, der Chevy Apache. Bei dem möchte er mitbieten. Da ist noch Plastik auf den Sitzen. Siehst du das? Riecht es nicht wie ein neues Auto? Das sagt der Auktionator immer. Riecht wie ein neues Auto. Ich würde $5.000 dafür zahlen, aber es gibt immer einen, der bis 6.000 geht. Ich habe meine finanzielle Grenze im Kopf. Dann geht es nur um die Frage, wie sehr jemand anderes dieses Auto will. So ist das bei Auktionen. Wenn 2 Leute das Auto wirklich wollen, weiß keiner, wie hoch der Preis sein wird. Jetzt beginnt die Versteigerung von Garys Wunschfahrzeug. Bei dem Chevy Apache kommt der Auktionator schnell in Höhen, bei denen der Mechaniker nicht mitgehen will. Verkauft für $7.500. Der geht nicht zu mir nach Wisconsin. Das waren $2.000 mehr, als ich gezahlt hätte. Aber Gary McIntyre gibt nicht auf. Er möchte unbedingt ein Stück Lamprecht-Geschichte mitnehmen, so wie die anderen Interessenten. Dennoch ist die Versteigerung der legendären und einzigartigen Lamprecht-Sammlung der Autos aus dem Hause General Motors lange nicht vorbei. In den 50er Jahren bewirbt der Konzern regelmäßig die neuesten Modelle mit eigens kreierten Filmproduktionen. Das Musical Design for Dreaming aus dem Jahr 1956 wurde extra für die jährliche Autoshow Motorama im New Yorker Hotel Waldorf Astoria produziert. Delighted! So glad I got invited! Now, the dream cars of tomorrow! A magnificent Eldorado town car by Cadillac. Ensemble by Christian Dior of Paris. Buick presents The Sleek Centurion. Driving Coat by Montesano of New York. Autowerbungen aus den 50er, 60ern von General Motors sind wirklich klasse. Oft die Verbindung auch zur Weltraumfahrt, also Weltraum, Space. Da findet man viele Stilelemente wieder bei Cadillac, Chevrolet. Es gibt immer Raketenrückleuchten, es gibt Flügel, Vögel, Raketen auf den Hauben. Das findet sich da alles wieder. Diese Stilelemente sind geprägt worden von dieser Zeit. Last of all, designed for the electronic highway of the future,
the fabulous turbine-powered Firebird 2. Das Konzeptauto Firebird 2 ist die Vision eines zukünftigen Familienwagens. Als Innovation wird damals der Einsatz von 4 Scheibenbremsen mit einer Einzelradaufhängung gefeiert. Heute Alltag. Firebird 2 to Control Tower. We are about to take off on the highway of tomorrow. Stand by. Die Visionäre gehen noch ein Stück weiter. Ein ausgeklügeltes Leitsystem soll das Auto auf den Straßen der Zukunft steuern. Sven Liedtkes Cadillac Coupe de Ville ist dagegen bodenständig, inzwischen repariert und auf Berliner Straßen unterwegs. Der neue Auspuff ist dran, die Reifen wurden ausgetauscht und ein neuer TÜV wurde gemacht. Das Tolle an diesem Modell, an dem Coupe de Ville, ist, finde ich, dass er schwebt. Also er rast nicht, obwohl er einen ziemlich großen Motor hat, V8, aber man schwebt, man gleitet. Alles geht ganz einfach, er fährt sich mit einer Hand, Servolenkung, Automatik. Einfach ein schönes Cruisen. Das Leergewicht von rund 2 Tonnen wird von einem Motor mit 7 Liter großem Hubraum fortbewegt. Das Auto mit enormen Ausmaßen sorgt für Aufsehen in Berlin. Noch ist der Deal aber nicht ganz abgeschlossen. Denn die Vorbesitzerin Norda Johnson hatte noch eine Bitte. Ich habe ja der Vorbesitzerin, der Norda Johnson, versprochen, wenn der Cadillac in Berlin ist, mache ich Fotos für sie. Jetzt ist er durch die Werkstatt, hat TÜV, H-Kennzeichen, ist zugelassen in Berlin. Und dachte, ich fahre ich mal zum Brandenburger Tor. Super Aussicht, Cadillac, Brandenburger Tor und schicke ihr ein paar Fotos. Cadillac in Berlin. An die Versteigerung der Fahrzeuge des Chevrolet-Händlers Ray Lamprecht erinnert er sich gerne. Also die Auktion war schon was ganz Besonderes. Es waren viele Autonarren da, Freaks, Leute, die sich einfach dafür interessiert haben. Das hat man gemerkt. Es waren viele Amerikaner natürlich da, aber ich habe auch Schweden getroffen, kennengelernt, Holländer, Deutsche. Insofern war das international in diesem kleinen Ort. Plus, dass wir dann auch noch Leute aus Pierce, Nebraska kennengelernt haben, Norda Johnson mit ihrem Cadillac, ihre Nachbarin, mit denen wir abends noch alle in einem Country-Restaurant essen waren. Also es hat wirklich alles Spaß gemacht. Zurück in den Staaten. Bei der Versteigerung der einzigartigen Lamprecht-Sammlung kommen auch hunderte Einzelteile, Originalwerkzeug und Werbegeschenke unter den Hammer. Gary McIntyre hat schon vergeblich mitgeboten. Allein der Name Lamprecht hat in der Autoszene einen besonders hohen Preis. Nur zum Verständnis, hier wird auf einen Radkappensatz geboten. $500. Oh man. That's hard to believe. Schwer zu glauben. Ich hätte 250 gezahlt. Er geht aber bestimmt für mehr als 1200 weg. Ich habe 5 verschiedene Automagazine abonniert. In jedem war ein Artikel über diese Auktion. Die Leute folgen einem Hype. Ein Hype, der selbst bei den jahrelang gehorteten Ersatzteilen des Chevrolet-Händlers Ray Lamprecht nicht aufhört. Gary McIntyre kann die erzielten Preise einfach nicht fassen, bleibt aber dran. Sie verkauft Sachen, an denen ich sehr interessiert bin. Manche der Werbesachen mag ich, aber sie sind einfach zu teuer.
Ich mag es nicht, so viel Geld dafür auszugeben. Man weiß es aber nicht, ob etwas angeboten wird, was hier selten ist. Ich habe da ein besonderes Gespür. Mag sein, dass ich doch noch mitbiete. Leider ist er damit nicht alleine. Auch andere Bieter verfahren nach gleichem Prinzip. Gary McIntyre hofft noch immer auf ein Schnäppchen. Gerade bei den Ersatzteilen zeigt das Auktionsprinzip seine Tücken. Manchmal verkaufen sie Teile in größeren Mengen. Und man will aber nur eines. Dann muss man eine Pickup-Ladung nehmen, um das eine Teil zu bekommen. Bei den Kühlergrills wittert der Karosseriebauer noch eine letzte Chance. Die Sonne steht schon tief. Viele Mitbieter sind gegangen. Bei einem Chevy-Modell gewinnt Gary dann endlich zum ersten Mal bei dieser Auktion. Zum Preis von $125 bekommt er den Zuschlag. Mal sehen. Wenn er sauber ist, frage ich mich wahrscheinlich, wieso zum Teufel hast du das getan? Ich habe ein Stück Geschichte abbekommen, richtig? Da muss man Lambrecht draufschreiben. Es ist ein gutes Gefühl, bei dieser Auktion etwas bekommen zu haben, einfach weil ich hier war. Ich bin weit gefahren für einen Kühlergrill. Das macht allein keinen Sinn. Es geht auch darum, was man vor Ort alles sieht. Die ersten Käufer beginnen mit dem Abtransport ihrer Autos. Knapp $3 Millionen erlöst die Auktion insgesamt. Was der ursprüngliche Besitzer der rostigen Schätze selbst davon hält? Die Familie teilt nur so viel mit. Der Verkauf seiner Lieblinge habe Ray Lamprecht sehr mitgenommen.